Dreckschleifen. Das ist ein Markenkoffer. Unfassbar. Das ist mein Bett. Leon, du kannst den Koffer draufstellen. Nina, welches Bett willst du haben? Ist mir egal. Okay, dann nehme ich das. Na gut, ich gehe dann mal mein eigenes Zimmer beziehen. Na okay, Küsschen auf die Wange. Verdammt, ich habe hier nirgendwo Netz. Ich auch nicht, aber ich weiß nicht, wofür man das braucht. Wenn mir das Essen nicht schmeckt und ich mir eine Pizza bestellen will. Ja, ja, absolutes Schreckensszenario. Wann gibt's endlich Essen? Ich hab Hunger, seitdem wir in den Bus gestiegen sind. In einer halben Stunde gibt's Mittag. Frag mal Leon, ob er unseren Tisch frei hält. Okay, ich schreibe ihm eine WhatsApp. Ach verdammt, es gibt ja kein Netz. Leon! Leon! Halt uns mal einen Tisch frei! Dass Mädchen immer so lange auf Toilette brauchen. Wir warten bestimmt schon seit über 10 Minuten hier. Wo sonst soll Janine über dich ablästern? Ja, ich schreib ihr mal. Ja, versuch das mal. Ach stimmt, hier gibt's ja kein Internet. Vorhin bin ich hier am Grundstück lang gelaufen und war am Brunnen. Und da hatte ich einen Balken und da wollte ich Facebook checken. Da wäre mir fast mein Handy aus der Hand gefallen. Was? Dir wäre Mausiputzi fast in den Brunnen gefallen? Nichts gegen Mausiputzi. Es kennt alles meine Geheimnisse und hat es noch nie gegen mich verwendet, was ich von anderen Menschen noch nicht sagen kann. Flirten die etwa miteinander? Für mich sieht es eher aus, als würden die bloß reden. Ach, guck mal, wie nah sie beieinander stehen. Die Hände berühren sich ja fast. Kann ja gar nicht sein, die haben Handys in der Hand. Das ist mein Freund. Die blöde Kuh flirtet mit meinem Freund. Die kann was erleben. Was geht denn heute Abend noch so? Ich habe gehört, im Gemeinschaftsraum zeigen sie so einen komischen Film. Ich habe gehört, Markus will heute Abend eine Party auf seinem Zimmer machen. Cool, wollen wir da vorbeischauen? Mach. Mein Handy hin, das lag doch gerade noch auf dem Tisch. Hast du es nicht in deine Taschen gemacht? Hast du alles schon abgesucht? Hier ist es nicht. Und wenn der Akku alle war und du hast es in deinem Zimmer laden lassen? Ich hatte es doch mit, Mausi Putzi lag doch die ganze Zeit beim Essen bei mir. Und wenn es jemand genommen hat? Genommen? Warum Mausi Putzi? Wer würde sowas tun? Wer hatte denn die Gelegenheit, das Handy zu nehmen? So eigentlich jeder, der an unserem Tisch vorbeigekommen ist und sein Geschirr wegbringen wollte. Wer lässt auch schon sein Handy am Tisch liegen? Es war doch nur kurz und außerdem hatte ich die Hände voll. Wer hatte denn einen Grund, dir das Handy wegzunehmen? Hast du gerade Streit mit irgendjemandem? Mir fällt niemand ein, nein. Wie wär's, wenn ich nochmal in der Klasse rumfragen gehe? Vielleicht hat jemand was gesehen. Danke, Julia. Ist Leon da? Leon, die Freundin von deiner Freundin steht an der Tür. Alter, ich stehe direkt neben dir, aber danke für den Hörschutz. Keine Ursache. Hi Julia, was gibt's? Hat Janine dich geschickt? Wir haben hier noch gar keinen Empfang. Nein, es ist wegen Ninas Handy. Können wir irgendwo allein reden? Okay. Weißt du, was mit Ninas Handy passiert ist? Warum fragst du mich das? Ich war doch dabei. Ich habe genau wie alle anderen mein Geschirr von unserem Tisch weggeräumt. Janine war echt sauer auf Nina, weil sie euch reden gesehen hat. Was hat denn das damit zu tun? Janine ist echt eifersüchtig. Und jetzt denkst du, dass Janine das Handy genommen hat? Nein, aber ich denke, dass sie etwas damit zu tun hat. Na, du bist ja eine tolle Freundin. Du weißt genauso gut wie ich, dass man Janine so etwas zutrauen kann. Weißt du irgendetwas?
Nein, keine Ahnung. Wie geht's Nina? Nicht gut. Du weißt ja, ohne ihr Mausiputzi weiß sie nichts mit sich anzufangen. Gut, ich gehe noch mal die anderen fragen. Was soll die Geheimniskrämerei? Und warum soll ich mich mit dir hier treffen? Wir müssen reden. Du bist schwanger? Ich wette, Martin ist der Vater. Was? Nein, Quatsch! Ich wäre der Vater? Yeah! Verzieh dich, Alter! Ich muss dir was beichten. Okay. Ich war's. Mausiputzi? Du hast mein Handy genommen? Warum? Janine hat mich dazu gezwungen. Sie war eifersüchtig, weil sie gesehen hat, wie wir uns auf dem Hof unterhalten haben. Ich wusste einfach nicht, was ich machen soll. Sie hat mir gedroht, dass sie mit mir Schluss macht, wenn ich dein Handy nicht klaue. Es tut mir voll leid. Nicht so schnell. Janine hat dich gezwungen, mein Handy wegzunehmen? Du weißt ja, wie sie ist, wenn ihr etwas nicht passt. Und warum hat sie mir das nicht gesagt? Ich dachte, wir sind Freunde. Das musst du sie selber fragen. Bist du sauer auf mich? Und ob? Nina, warte. Was willst du noch? Ich hätte dein Handy einfach nicht wegnehmen sollen. Ich wusste einfach nicht mehr, was ich machen soll. Ich weiß auch nicht so richtig, ob ich noch mit Janine zusammen sein will. Vergib ihm, Nina. Siehst du nicht, wie ernst er es meint? Kannst du diesem Gesicht lange böse sein? Na gut, Entschuldigung angenommen. Meine Mission hier ist beendet. Bye, Martin. Ich will zu Janine. Kommst du mit? Warum hast du das getan? Es gab keinen Grund, eifersüchtig zu werden. Janine, ich will eine Antwort. Das ist nicht das erste Mal, dass ich vom Kerl verarscht wurde. Was? Erinnerst du dich an meinen Ex Daniel? Ja. Yeah. Er hat hinter meinem Rücken mit einer anderen rumgeflirtet und dann hat er mich sitzen lassen wegen einer Elftklässlerin. Was? Ehrlich? Ja, was denkst du denn, warum ich immer alles unter Kontrolle haben möchte? Aber Janine, im Ernst, wenn das nicht aufhört, möchte ich nicht mehr mit dir zusammen sein. Und so wie du Leon behandelst, verstehe ich ihn auch. Du, da mag was dran sein. Und? Es tut mir leid. Habt ihr auch gerade gehört, wie Janine sich entschuldigt hat? Ja, ich kann es auch nicht fassen. Wenn ihr aufhört zu lachen, dann gebe ich euch auch eine Pizza aus. Wie willst du eine Pizza bestellen ohne Netz? Also, ich hab ihn jetzt. Was wollt ihr denn auf eure Pizza haben? Thank you.